Hallo zusammen. In den nächsten paar Tech-Talks zeige ich einige sonnige Fahrzeuge. Wir haben vor kurzem einen Circular Economy Kongress gehabt, hier in Freienstein, wo es um sinnvolle Mobilität gegangen ist. Unter anderem haben wir einen Wettbewerb gemacht, was man alles aus unseren alten Busfahrzeugen machen kann, die 7 Jahre im Einsatz waren und nachher zurückgekommen sind. Eines von diesen Projekten ist ein Amphibienfahrzeug. Gemacht vom Professor Kurt Hug, das ist ein ehemaliger Professor von der Berner Fachhochschule. Und witzigerweise hat der Auftrieb von diesen Körper berechnet ein ehemaliger Mathematikprofessor, den ich hatte, am Tech in Winterthur. Und zwar war das der Professor Johannes Ebersold, der schon über 90 ist und sich da nochmal für das Fahrzeug, für das Projekt ins Zeug gelegt hat. Entstanden ist etwas ganz Lässiges. Lenkbar ist es so etwas begrenzt auf dem Trockenen. Im Wasser geht das sehr, sehr gut. Der Antrieb hinten auf dem Trockenen bis 6 km/h schneller darf da wirklich nicht sein. Im Wasser hat es die Spezialform, die das möglich macht, dass man wie ein Raddampfer Vortrieb erzeugen können. Auch im Inneren hat das Fahrzeug etwas Spezielles, und zwar haben wir alle Fett müssen auswechseln. Weil wir gehen ja ins Gewässer, dann muss das alles biologisch abbaubar sein, dass man das Gewässer nicht verschmutzt. Bewährungsprobe auf dem Land haben wir überstanden. Bewährungsprobe im Wasser, das ist mir der Kurt Hug noch schuldig. Da gibt es einmal demnächst eine Videoaufnahme dazu. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal.